Ihr wollt wissen, was ich mit diesem Blut drin vorhabe? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. Und Musik ändern. So. Jetzt stecken wir weg. Ich habe einmal dort einen schönen Stützarm gebaut. Nennen wir Stützarm. Der geht hinter den Raffinerien lang und so ein bisschen darunter, dass es nicht in das AKW da reingeht. Auf der Seite ähnlich. Einzige Problem, das ich habe, die eine Raffinerie hier, die geht mit dem Schornstein genau da rein. Ich bin am überlegen, diese Reihe, die dahinter ist, fallen wir einfach mal in den Nicht-Tod. Genau. Um euch das genau zu zeigen. Also hier, der Schornstein hängt da mittendrin, sieht ein bisschen kacke aus. Das alles einen halben nach hinten zu ziehen, das mache ich aber ohne euch, keine Angst, weil wir haben das ganze Ding hier schon mal in einer Folge aufgebaut. Ich wiederhole diese Folge nicht. Das mache ich nebenbei. So, hier raus kommt, wenn ich das richtig sehe, Aluminiumschrott. Der muss verarbeitet werden. Und da würde ich mich heute gerne drum kümmern. Und dann habe ich gesehen, hey, ich brauche 22 Schmelzöfen dafür. Und irgendwie kam mir so der Gedanke, bei 22 Schmelzöfen, da hatte ich sowas im Kopf, was ich mir gebaut habe. Ja, das ist eigentlich für Katerien. Heißt, ich muss das alles nochmal umsetzen. Aber hierhin, da fehlt mir noch ein bisschen Material. Das ist aber kein Problem. Das holen wir uns. So. Okay, dann gehen wir sogar noch rein. Cool. Ups. Ich brauche. Oh, was brauche ich denn? Das nicht. Nicht. Hier hinten Draht brauche ich. Brauchen wir mal eine Rolle Draht. Das sollte reichen. Was war das andere, was ich brauchte? Stangen und Kabel. Stangen habe ich hier so nirgendwo drin. Jetzt müsste ich die Stangen auch schon haben. Habe ich Kabel hier drin? Nein, Kabel habe ich hier nicht. Bums. Ach, da wären auch Stangen gewesen. Ha. Wo haben wir Kabel? Ah, noch nicht. Da sind Kabel. Dann holen wir uns die Kabel. So, und dann bauen wir den Spaß da oben nämlich hin. Ich könnte natürlich jetzt auch mit dem Parillo zum, hier mit dem Blueprint, genau, mit dem Blueprint. Blueprint Designer den Blueprint erst nochmal anpassen. Aber ich glaube, schneller kriegen wir jetzt 20 Parillos nicht hier hingesetzt. So. Das hätten wir nämlich gerne. Was fehlt dir jetzt? Drei Räume überlappen sich. Ja, okay, du hast Stress mit dem. Aber dann muss ich das nicht so hinsetzen, dann setze ich das halt mir hier an die Kante. Du machst das so.
Das ist doch hier mit der. Ne? Also wenn, dann möchte ich das auch. Unten die Platten zu setzen war dämlich. Das machen wir auch nochmal. So, eins. Da, 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 zwei, zwei, zwei. So, dahin. Dann nehmen wir uns den und setzen ihn schön. Sag mal, wieso? Habe ich da unten auch noch die Zweier genommen? Finde ich gerne. Wow. Warum habe ich jetzt diesen Versatz da drin? Ja, er ist mir einfach egal. Wir setzen uns hier eine Reihe vor. Schnappen uns nochmal so einen Kollegen. Auf der anderen Seite auch. Die Frage, wie viel kommt rein und wie viel geht raus? Okay, es geht auf zwei Leitungen rein, das ist schon mal gut. Reicht das denn, um auf einer... Reicht das? Das ist schön. Das heißt, wir machen hier einen Fusionator in die Mitte. Der muss, glaube ich. Der geht nach oben. Habe ich das wirklich so gut durchdacht? Tut mir leid, Leute, das war ein Versehen. Dahin. Ich wollte das Ding hier doch nur mal ausprobieren. Kann keiner mit rechnen, dass das auf einmal gut funktioniert. So. So, nur gleich Rezepte ändern. Und dann ist gut. Und das geht auch relativ zügig. Gehen hier hin und sagen, wir hätten gerne diesen Barren. Den setzen wir aber auf. Wir hatten 50,1. 17,34, passt das? Was haben wir da stehen? Da stehen so viele Sachen drauf, ich verliere das immer aus den Augen. Ja, 4,3, genau. Die 429. Easy. Den haben wir. Den Kollegen setzen wir ebenfalls da drauf, sagen kopieren. Da haben wir das. Einfügen, 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 einfügen. Ich sag das Wort jetzt nicht jedes Mal. Blums. So. Und da drüben. Hallo. Eingefügt. Wir gehen noch mal eben hier hin. Schnappen uns den. Das ist eine wunderschön kleine abgeschlossene Einheit. Das gefällt mir richtig gut. Und wir können hier und da vorne uns den Strom holen. Alles super. Wir müssen uns nur merken, auf welcher Leitung wir das dann machen. Alles super. Das ist toll. Aber das ist schön. Das ist wirklich... Das war jetzt unverhofft praktisch. Das heißt, wir müssen nur dort den Spaß reinleiten. Das geht nach oben und kommt da wieder raus.
Wir brauchen 1294, irgendwas. Bist du dann der weniger macht? Ja. Wie basteln wir uns das jetzt? Also. Hier kommt ein Fusionator hin. In die Richtung. Da kommt ein Fusionator hin. So, das heißt, wir hätten jetzt, sag mal, zack, hier 300. Und wir machen das einfach noch mal ein bisschen mehr Platz. Genauso mit dem. Damit wir auch die Wasserleitung mit drüber kriegen. So. Also, da gehen jetzt 600 rein. Dann nehmen wir uns hier. Ich frage mich gerade, warum wäre es nicht cleverer, das hier zu nehmen? Hier wieder auf 100 zu gehen. Na komm, ab zu. Und den in die Mitte zu setzen. Quatsch. Dann haben wir das so. Weil dann können wir das hier auf der Seite spiegeln. Jetzt so rausgehen lassen, sonst wird das albern. Okay, lass da spiegeln. Wir wollen den haben. Den haben. Und hier den dazwischen. So, und hier kommen 94 raus. Das müsste auch passen. Das sieht gut aus. Das heißt, hier vor setze ich einfach diesen und dann werden beide Seiten gleich gefüttert. Das ist doch schon mal ganz schön. So. Jetzt müssen wir nur gucken. So, du würdest jetzt da reinlaufen. Und du würdest da reinlaufen. Und damit haben wir ratzfatz mit 9 Mechaniken die Holzöfen dafür reingeballert. Die Seite macht das fertig, die Seite macht das fertig. Super. Würde ich das hinkriegen, dass ich das... Also, wir haben 41,9 abgezogen.
41,9, das sind 20,5, 20,95. Abziehen. Hm. 100 minus 20,95. 70,05. 21,01. Stimmt doch, wenn ich sage, ich habe 100 minus 41,9. Ach, genau. Also kann ich die 41,9 nehmen durch 2 und 20,95. Das heißt, ich müsste hier doch auf die gleiche Summe kommen. Ich habe 21 mal 30 und 630. Und ich habe 2 mal 21 mal 01 und 42 mal 2. Was habe ich hier falsch gerechnet? Oh, was geht denn da ab? Okay, 300. Ich muss auf 47 kommen. Warum? Nochmal 429. Nein, 17. Ah. Ich habe 630 Best. Mir fehlen 17. So. Also. 600 sind die 20. Jetzt fehlen noch 47. Die 47,429 teilen wir durch 2. Oh, Autosave. Wahnsinn. Uiuiuiui. Es wird irgendwie komplizierter, als ich gedacht habe. Aber wenn wir schon mal hier sind, ich habe gehört, es ist besser, wenn man es sagt, abonniert doch einfach meinen Kanal. Wenn es euch gefällt, würde ich mich sehr drüber freuen. Hilft mir sehr. Danke. Gedacht, das dauert länger. Okay. 23,71. Ja, komm, 715. 23,715. Wie viel sind das dann? 23,715. 79. Wo habe ich mich verletzt? Liebe Nof. Gute Frage. Habe ich hier gerade 100 minus 20,05 gerechnet? Oder nein, ich habe doch. Und ich habe eine 0 aus der 9 gemacht. Ist ja auch egal. Wir haben es ja geschafft. Ne? Also. Passt. Uiuiui. Hey, damit hätten wir den Teil auch fertig. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Vor allem habe ich nicht damit gerechnet, dass es so schnell geht. Danke, Blueprints. So, da hätten wir dann unseren Ausgang.
Der ist natürlich auf dieser Seite jetzt absolut ungünstig. Besser wäre das, wenn unser Ausgang dahin gehen würde. Wir haben hier keinen Strom mehr. Ich hole mir mal eben Strom. Habe ich hier überhaupt noch Strom? Das ist sowieso der, den wir nachher wieder wegschmeißen. Aber in dem Fall muss ich tatsächlich mal fliegen, sonst geht's gar nicht mehr. So, danke. Einmal dahin. Weiter. Das wollen wir auch nicht anschließen. Das ist einfach nur zum Fliegen. Hä? Oh. Ja. Ich bin ein bisschen erwartet. Aber das wissen wir ja alle. Bin ich vorhin so clever gewesen? Ich hab mir gedacht, komm, wenn du da sowieso noch am Rumampeln bist. Aber gut, wenn wir sowieso jetzt mal da oben fliegen, dann kann ich euch das auch zeigen. Wie gedacht, dann kannst du ja eben hier die beiden Seiten ausmachen. Weil brauchst du ja nicht mehr. Aber da hängt jetzt auch genau das da dran. Das hätte tödlich enden können. So. Guck mal, dann gucken wir uns das doch mal eben hier an, weil ich mich schon mal ein bisschen vorbereitet habe. Hier an der schrägen hängen schön auf der Seite 11, auf der Seite 11. Und damit können wir den ganzen Spaß verbinden. Und hier sieht das so aus, dass immer ich habe mir quasi die Seite ausgesucht, wo das Kabel reinkommt. Vom Schalter her. Das hier ist meine 1. Sprich, auf der anderen Seite ist es auch genau der Schalter da, die 1. Also der, der eben hier genau gegenüber hängt. Und dann die Ungeraden auf diese Seite, die Geraden auf die Seite. Und hier drin selber habe ich aber noch nichts gemacht. Das ist 1. Gehörst hier nicht hin. Oh, shit. Doch, du gehörtest dahin. Was machst du denn da? Hä? Also hier gehört noch nichts dran. So, von da aus geht also nichts weiter. Der kommt von oben so da durch. Der soll auch ruhig so klippen. Alles easy. So, und jetzt lassen wir uns mal eben fallen. Hier runter. Ups. So. Und schon haben wir das wieder geregelt. Da muss wahrscheinlich noch eine Pumpe dran. Das, die braucht dann auch Strom. Was mich halt noch tierisch interessiert, ist dieser Bug hier. Hm? Ich hoffe, dass die das noch korrigieren. So sieht es halt scheiße aus. So, du kommst von da aus da hoch, gehst in die Richtung, kommst von da hinten. Mal eben das, was ich eigentlich machen wollte, nämlich hier hinsetzen. Habe ich dann noch einen drüber? Palim, palim. Ja, so sieht das gut aus. Das heißt, wenn ich dann hier unten weiter baue, kann ich den Spaß hier jederzeit runterbringen. So, dich nehmen wir mit. Passt. Okay. Dann sind wir dem Weg auch besser gefolgt. Wir hätten jetzt die Möglichkeit, da das Casing hinzumachen. Dafür brauchen wir
die drei Assembler und hier brauchen wir zwei Blender, die wir da unten haben. 300, das heißt, wir könnten, wir haben doch ein, jetzt muss ich wieder mit den Bandgeschwindigkeiten gucken. 270 400. Wow. Wir müssten da 180 runterkriegen. Okay, was wir schon mal machen heute ist, wir setzen hier uns dahin. Da kommt die volle Möhre rein. Von dem aus geht's vorne 480er weg. Hier ein 480er weg. Wobei das 480er können wir nochmal abreißen. Nee, nicht mir den Boden wegnehmen. Nämlich hier kommt nochmal ein Splitter hin. Hier vorne können wir auch nochmal wegnehmen, kommt wieder ein Merger hin. So, also. 480er Band. Von hier aus lassen wir schon mal ein 120er Band laufen. Sie auch einfach direkt zusammenstellen können. Hätte Fahrradkette, das machen wir auch direkt. Da rein. Du weg. So, dann haben wir hier das 120er Band. Da das, da das, das. Dann nehmen wir uns 60. Und hier auch wieder 480. Das heißt, wir haben hier 300 irgendwas drauf. Und hier 300. Stimmt doch, oder? Oder hätte ich mir besser die 300 zusammengebastelt? Das wären ja auch nur zwei. Ich glaube, das ist etwas, wo ich nochmal drüber nachdenken muss. Aber grundsätzlich hätten wir hier so ein Konstrukt, dass theoretisch da 300 rauskommen und hier 300 irgendwas. Die 300 gehen runter in einen Blender. Wie sieht eigentlich hier drunter aus? Hier ist auch schön frei. Optimal. Die müssen, in welchen müssen die denn? Hier definitiv nicht rein. Was bist du? Hier müssen Aluminiumbarren rein. Das war genau in die zwei. Das ist ja super. Und das habe ich auch schon so weit vorbereitet, dass die von da kommen sollen.
Wäre ein ganz schönes Eck hierhin, aber... hab nicht auf die Richtung geachtet. Aber es passt. Oder hätte gepasst. Sag mal. Danke. Dann wäre das nämlich auch schon mal erledigt. Lass mich durch so. Okay. Ich mach das schon. So, da vorne hin. Diesen halben Versatz verstehe ich. Das heißt aber, ich gehe hin und mache diesen Blueprint nochmal neu. Damit ich keinen Boden habe. Oder keinen Boden brauche, wie auch immer. So. Vielleicht nicht so viel von dem einen Zeug dabei habe, aber genug hiervon. Hoffentlich genug hiervon. Gehe ich jetzt damit hier hin. Das wäre die Mitte. Ja, ist das. Also gehen wir schön der Linie nach. Gehen hier dran. Bam, da rein. Das gefällt mir. Gehen wir hier hin. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da, wie schon gesagt. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Damit macht es gut. Käffchen.